Hallo meine Lieben, ja und willkommen zu dem letzten Video der Bücher im Juni. Ja, jetzt kommt nochmal eine kleine Flut mit ganz viel Herz. Alle Infos wie immer in der Infobox. Klickt direkt aufs Cover und ihr kommt ganz geschwind zu dem Buch hin oder ihr könnt natürlich das Video in voller Länge sehen. Und ja, jetzt gebe ich auch schon ab an meine liebe, reizende Mutter und sie soll euch die Romanzen vorstellen. Als erstes möchte ich euch jetzt einen Roman vorstellen, den ich schon ganz, ganz oft bei Instagram gesehen habe. Und falls ihr ihn noch nicht kennen solltet, dann jetzt die Ohren gespitzt und die Augen weit auf. Es geht um Herz über Kopf von Jo Platt. Ja, Rosalind hat einen Verlobten und dieser Verlobte wird nur die Ratte genannt. Den Namen hat er meiner Meinung nach nicht ganz zu Unrecht, denn am Hochzeitstage lässt er sie nicht vom Traualtar stehen. Nein, er ist feige, er flüchtet durch das Fenster der Sakristei vor dem Heiligen Bund der Ehe. Das ist natürlich bitter und hart, aber Rosalind lässt sich nicht unterkriegen. Sie fängt einen Neuanfang an in einer Buchhandlung, sie zieht um, bekommt neue Kollegen, mit denen sie sich wirklich super versteht. Und dann, eines Tages, klingelt es an ihrer Tür und vielleicht sieht sie erst nur einen riesigen Blumenstrauß, so stelle ich mir das jedenfalls vor. Jedenfalls, da steht ihr Nachbar mit einem riesigen Blumenstrauß und einer etwas belämmerten Miene, hoffe ich für ihn, denn er muss etwas beichten. Er hat Rosalinds Meerschweinchen planiert mit dem Rasenmäher. Unabsichtlich natürlich. Aber nicht alles, was so fürchterlich grausam ist, ich meine für das Meerschwein schon, für sie ist es auch sehr schmerzhaft, aber vielleicht wendet sich doch ab da alles zum Guten. Das Buch ist erschienen bei Rororo, hat 368 Seiten. Die Autorin legt hier ihr Debüt hin. Sie lebt mit ihrem Mann in England, hat Katzen und natürlich auch Meerschweinchen. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr das geglückt ist. Es scheint ja sehr very British zu sein. Ich denke, das könnte durchaus richtig was für mich sein. Falls ihr auf der Suche sein solltet nach einer richtig leidenschaftlichen Romanze, nicht nur im echten Leben, nein, sondern auch in den Büchern danach sucht, dann solltet ihr euch das Buch Embrace Me angucken von Sherry Lynn. Kelseys Mann ist nicht der treuesten einer, aber er hat jetzt sich ausgerechnet die Verlobte von Kelseys bestem Freund Evan ausgesucht. Ja, dadurch zerbricht natürlich die Ehe, aber auch die Freundschaft zu ihrem besten Freund Evan wird dadurch auf eine starke Belastungsprobe gestellt. Was können die beiden tun, damit sich das Verhältnis wieder bessert? Sie buchen einen gemeinsamen Urlaub nach Hawaii und es kommt natürlich, wie es kommen muss. Die beiden verlieben sich. Hört sich doch richtig leidenschaftlich an. Sommer, Sonne, Sex und Strand, das sind schon 4 S, die wunderbar zusammenpassen. Ja, wenn ihr noch so einen Begleiter für den Start in eine heiße Sommersaison sucht, dann schaut bei Lix vorbei. 320 Seiten hat dieses Buch. Ja, und was kann man noch dazu sagen, außer das dürfte ganz schön heiß werden. Hallo? Ich höre gerade nichts. Ich höre doch ganz gut. Also trifft auf mich der nächste Titel wohl nicht zu. Wer nicht hören will, muss küssen. Also das bleibt mir zumindest erspart. Von Susan Anderson. Tasha hat eine heiße Nacht in der Karibik verbracht, zusammen mit Diego. Allerdings wird sie morgens wach und tja, sie bekommt dann auch Ringe. Allerdings sind die nicht für den Finger gedacht, sondern diese Ringe stellen sich als Handschellen heraus. Sie wird verhaftet wegen einem angeblichen Drogendelikt oder Drogenbesitzes. Das ist natürlich schon ein kleines traumatisches Erlebnis, von den höchsten Freuden der Liebe in Handschellen gepackt zu werden und abgeführt zu werden. Das ist sicherlich nicht schön. Ja, 7 Jahre später taucht der gute Diego in der Heimatstadt von Tasha wieder auf. Diesmal heißt er aber nicht mehr Diego, jetzt heißt er Luke. Und er möchte Tasha unbedingt alles wieder erklären und er möchte mit ihr zusammen sein. Aber Tasha will nicht hören. Wie gut, dass der gute Luke oder Diego oder wie auch immer er wirklich heißt, auch noch etwas anderes mit seinem Mund machen kann als blubbern.
Tja, so die Geschichte. Hört sich doch vielleicht ganz witzig an. Erschienen ist das Buch bei Mira, hat 304 Seiten und ihr müsst es euch jetzt überlegen, wer nicht hören will, muss küssen oder vielleicht auch lesen. Wer denkt, er kennt die Geschichte von Mr. Darcy und Lizzie Bennet schon, dem kann ich sagen, vielleicht kennt er sie noch nicht ganz, denn es gibt eine neu erzählte Geschichte von diesem ganz, ganz beliebten Stoff von Jane Austen. Diesmal heißt es Das geheime Tagebuch der Lizzie Bennet und wurde geschrieben von Bernie Sue und Kate Rorick. Lizzie Bennet genießt ihr Single-Leben und sie geht da richtig drin auf. Doch eines Tages zieht ein neuer Nachbar ein. Dieser Nachbar heißt Bing Lee. Und ihre Mutter wird zur Kupplerin. Sie setzt alles daran, den guten Mr. Bing Lee mit ihrer Tochter Jane zu verkuppeln. Ja, Lizzie guckt sich das natürlich genau an und sie macht eins. Sie nimmt sich ein schönes, dickes Tagebuch und fängt an, alle Versuche ihrer Mutter aufzuschreiben, dass die gute Jane unter die Haube zu bringen. Tja, wäre da nicht noch Mr. Darcy, denn der will ihr nicht aus dem Kopf gehen. Vielleicht habt ihr von diesem Buch schon gehört, denn es gibt dazu eine Internetserie, die absolut beliebt ist. Das verlinken wir euch natürlich unten. Bernie Sue, der eine Autor, ist nämlich Produzent und Autor von zahlreichen Internetserien und das wohl sehr erfolgreich. Kate Rorick schreibt Drehbücher und die beiden haben sich jetzt zusammengetan und haben Jane Austen nochmal richtig entstaubt, in unsere Zeit versetzt und ich bin sehr, sehr gespannt. Das ist also wirklich ein Buch, was mir auch in den Fingern juckt. Das möchte ich also unbedingt lesen. Wir haben uns da schon mal reingeklickt bei YouTube, haben wir schon mal so eine Episode angeguckt. Sieht recht witzig aus. Erschienen ist das Buch bei Rororo. 496 Seiten gibt es in dem Tagebuch zu entdecken. Und ich bin mal gespannt, was ihre Mutter sich so alles einfallen lässt. Denn mit der Kutsche und mit einem Ball ist es ja heutzutage nicht mehr getan. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen richtig schönen Juni mit ganz vielen schönen Büchern. Bald geht's los in den Juli und dann haben wir wieder ganz, ganz viel neues Lesefutter für euch. Bis dahin, tschüss.